Wir bei Evonik sind ein globales Spezialchemieunternehmen mit über 32.000 MitarbeiterInnen. Jeder von uns ist ein Spezialist auf seinem Gebiet. Eines haben wir alle gemeinsam: Wir sind digital vernetzt. Hi, ich bin Simon und Teil des Community Management Teams hier bei Evonik. Wir haben uns schon früh gefragt, wie man eigentlich 32.000 MitarbeiterInnen weltweit vernetzt. Die Antwort darauf ist kurz: mit Hilfe unseres Evonik Social Networks. In diesem können sich KollegInnen austauschen, Communities gründen und gemeinsam Themen vorantreiben. Mit über 6.000 Communities gibt es bereits eine Menge zu entdecken. Nichtsdestotrotz wächst die Zahl an Communities immer weiter. Denn mit Hilfe eines Baukastensystems kann hier jeder einen Heimathafen für selbst die verrücktesten Ideen errichten. Aber eins bleibt immer gleich: hinter jeder Community stehen Menschen, die für das Thema brennen. Und wie genau nun das Community-Management dabei hilft, wird Ihnen Steffi erklären. Danke, Simon. Unser Ziel ist es, den digitalen Wandel im Konzern voranzutreiben. Dies tun wir, indem wir die notwendige Plattform bereitstellen, Communities beraten, Trainings und Workshops anbieten und bei Livestreamings unterstützen. Unser kleines Team gibt es erst seit Februar letzten Jahres und seitdem ist eine Menge passiert. Das Engagement der freiwilligen Community Manager ist so stark gewachsen, dass wir ihnen einen ganzen Tag gewidmet haben. Unter dem Motto Learn, Connect, Inspire fand der erste globale Community Manager Day inklusive Awardverleihung statt. Und wie das Ganze ausgesehen hat, das zeigen wir Ihnen jetzt. Welcome to the first ever Community Manager Day 2020. I'm totally excited. So if I would have shared a gift, it would be Kermit kind of going crazy. No one could have expected it really like this. So of course I jumped to my laptop. This is all possible just with a really good team in the background, to be honest. Wir vom Community Management würden uns über Ihre Stimme freuen und sagen: Danke. Danke.